Ich will dein Piss als Handtuchhalter benutzen und deine Hornhaut als Parmesan für meine Nudel. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Alright. Okay. Alright, okay. Ja, fürs Mikrofon fressen, wer macht das nicht, Alter? Fine. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ah, das fühlt sich scheiße auf der Zunge an, Alter. Ich bin hier gerade auf der Autobahn mit Sascha. Keine Ahnung, was der da macht. Na, er genießt die Aussicht. Ja, komm vorbei. Ich auch so kannst sagen. Jederzeit im Pool springen bei mir. Hugo! Die Leute von Ingame, fickt euch. Ihr seid alles Hurensöhne. Oha! Noch nicht nur mit Ingame hat Monte ein Problem. Capri-Sonne hat ihn nämlich von Amars Live-Event ausgeladen. Respektiere ich. Ist doch von Capri-Sonne deren Meinung. Für mich logische Schlusskonsequenz. Aber Capri-Sonne schmeckt geil, Mann. Mein Capri-Sonne-Eis ist in die Mülltonne gewandert. Nein, du merkst keinen, du Sohn. Wo wir jetzt auch gerade bei dem Punkt sind, Durstlöscher fand ich schon immer besser. Guck mal, ich weiß, ihr werdet sowieso gleich lachen. Oh, oh. Ich bin kein Model, weil ich halt mir halt einfach nicht mehr leisten. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen, Bion. Kifft? Nein. Wir haben eben vorher gesagt, es ist der perfekte Snack, wenn man gekifft hat. Ach so, Entschuldigung. Oh, oh, ganz ernstes Sache. Nicht wegen dem Kiffen, wegen dem Sieg. Ich bleib ein Narko. Ist der größer als du oder kleiner als du? Junge, wie viele Sprachfehler hast du? Das legendärste Trio der Twitch-Geschichte. Ich hab dir gesagt, du würdest gut bei OnlyFans verdienen. Wer würde bei ihr OnlyFans abschließen? Guck mal, alle eins. Eins heißt ja. Jede eins sind 25 Euro, Nathalie. Wie kann ich das machen? Wer ist hässlich in der Mitte? Halt's Maul, Alter. Ich nehm gleich deine Mutter. Nachdem der Rentner nun beleidigt abgezogen ist, Nachdem der Rentner. Das wird jetzt zum Running Gag mit den Rentner. Oder war das schon vorher? Ich habe ja jetzt. Bei Großfamilie war ich, da habe ich das zum ersten Mal mit Rentner gehört. Endlich in Ruhe auf hungriger Hugo reagieren. Oha, ah, ja. Chat. Mach mal ein Gruß. Ja, ich klick doch jetzt da drauf. Oh, mach nochmal von vorne. Chat, ist das vom... Hä, das passiert aber nicht, wenn man zurückspult, sondern nur, wenn man aktualisiert. Das ist mir noch nicht passiert bei Zurückspulen-Werbung. Ja, das gibt's nicht. Oh, die regen sich jetzt auf, dass wir weiß haben, nicht schwarz. Du hast den White-Modus. Abschaum bist du. Wie kann man das denn... Ey, der White-Modus ist auch wirklich scheiße. Vor allem, wenn der Raum komplett dunkel ist und du auf einmal auf YouTube gehst und dir das Weiß in die Augen schießt. Das ist so, als würdest du die Sonnenstrahlen direkt... in 1 Meter Entfernung angucken. Ändern. Diese drehen durch, nur weil man ein Ding hat. Leute. Die drehen durch, nur weil man ein Ding hat. Oh, oh. Die auf Twitch freiwillig Wild-Mode drin haben, Digga. Die gehören lebenslang in Knall. Ich hab nirgendwo den Wild-Modus, wenn man es umstellen kann. Nirgendwo. Weil das wirklich scheiße ist. Chat, wir können nicht lauter machen. Ist doch gut, Mann. Wo sollen wir lauter machen? Achso, können wir echt. meine Ohren platzen. Voll kleiner gut, machen. Nein, das mache ich jetzt. Das dauert mir jetzt. Bei mir fällt das schon auseinander hier. Lauter? Sei verrückt. Oh, das ist voll laut. Ist das nicht laut? Geld. Ach so. Hörst du nicht? Hätte ich da einfach die Kopfhörer leiser, dann ist für die Zuschauer laut. Aber ach, was ich glaube, die Kabel sind Schrott, Mann, Schmutz. Jetzt aber endlich die Reaction. Hego. Hä? Okay. Mysterium, der Typ hat euch... Ah, ja, der Stuhl, man kennt ihn. Den quietschenden Schaukelstuhl, man kennt ihn. Nicht? Na gut, kann man das als Quietschen bezeichnen? Eigentlich nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ein Lachen. Hä? Ein lachender Schaukelstuhl. Hast du deine Lache? Ja, deine Lache ist auch... ja. Okay. 19 Monate Subscriber, Digga. 19 Monate Subscriber. Monte, ich will deine Pisse aus einer 1,5 Liter Flasche trinken und gurgeln. Ich will deine Zehennägel abknuspern und in mein Müsli spucken.
Ich will dein Piss als Handtuchhalter benutzen und deine Hornhaut als Parmesan für meine Nudel abreiben. Was da, Monte Carlo, Mai? Warum, Alter? Was ist denn da Phase? Naja, gut, ich sag mal so. Jeder hat seine Vorlieben, Alter. Ja, ich meine, ja. Wie alt bist du? 15. 15? Ich schwöre ja. Auf alles. Ich dachte, die ist 40. Ich dachte, du bist 40 aufwärts. Warum denken alle, dass ich irgendeine scheiß Oma bin, Alter? Boah, mit 40 schon Oma? Oh, scheiße. Ja, gut, dann ist er auf jeden Fall eine Oma, wenn sie so denkt. Oh! Das Trampolin war einfach die beste Investition überhaupt. Ich kann einfach in die Zimmer von fremden Leuten gucken. Hä? Ist eh alles dein Spaß. Haus? Die Wohnung habe ich gekauft. Ich wollte gerade sagen. Wir sind sagen. Sehr stolz, euch hier live im Fernsehen zu haben. Und wenn Gisela was raushaut, dann haut Gisela hey, verdammt noch... Der künstliche Applaus ist echt cringe. Ich packe meinen Koffer ja. Für Malta und nehme mit. Das sind doch Kameras. Aha, ich verstehe schon. Das wird wohl jetzt auch nie alt. Twitch, ja, lass die Schutz noch ganz drauf. Kurz. Boah, nein, 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 nix Maschala. 2 seconds later. Alles, aber ja. Ich kann sagen, ist okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera das gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt ihr ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Panini-Sticker Opening mit echten Vollprofis. Pass auf, so macht man das. Mach was. Einfach mal lecken an dem Ding. Ja gut, ich meine, wer leckt nicht gerne an Papier mit künstlicher Chemie dran? Ständig nochmal. Diesmal schmecken die echt gut. Leck mal an ein Switch-Spiel, das schmeckt geiler. So, nochmal mal hier an. Oh, Brasilien. Brasilien, dann haben wir hier einmal Casper Brasilien. Achso, du meinst es bei dir. Es gibt kein Brasilien bei EM. Und Deutschland, Emotion. Ui. Holo hinten dran. Sergej Gnabry. Pressene Klimpempe. Was? Aus Italien, Crio Immobilie. Ciro Immobilie. Immobilienmakler. Gergorini. Wieso heißt man mit Nachnamen Immobilie, Alter? Vladinum. Jorginho Wijnaldum. Gianluca Domenico Rumpa. Das hab ich mir jetzt nicht gemerkt, wie auch immer er das gemacht hat. Donnarumma. Xaver Schlager. Ich bin so schön, ich bin Schlager. So toll. Es gibt jemand, der mit Nachnamen Schlager heißt. Ist das dein Ernst? Kommt aus dir. Yvonne Mongo. Yvonne? Ich hab gar nichts gemacht. Weißt du, wie er aussieht? Wie? Der Kapitän von den Simpsons in dünn. Arr, arr! Der Kapitän von Simpsons in dünn. Na, man kennt ihn. Arr, 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 arr! Ich schwör dir original, sag ehrlich. Arr, arr, arr! Ohne Scheiß, wer weiß, wer ich bin? Wer weiß, wer ich bin? Weiß keiner. Na, Junge, Bella, wie kann man das nicht wissen? Einer schreibt hin. Jetzt geht das mit den Fußballstickern los. Erst mit Pokémon-Karten, die wurden dann Unmengen an, ungemein teuer, Alter. Pokémon-Deck hat auf einmal 30 Euro gekostet und für so einen Booster hast du 20 bis 25 hinlegen müssen, weil alle wie bekloppt die Dinge gekauft haben, weil sie dachten, die wären reich hier, die ganzen Switch-Streamer. Switch-Streamer vor allem. Ich bin froh, dass die Preise sich jetzt wieder normalisiert haben. Also letztens habe ich bei Müller 2 Decks für 25 Euro bekommen. Also das war echt ein Top-Preis. Ne, 3 sogar. Das war so ein ganzes Paket mit Spielbretten alles. Und so normale Booster kosten jetzt auch wieder 5 Euro. Da rein, was bist du doof oder was? Ich fand das so witzig. Man muss aber ganz schön schreckhaft sein, wenn man sich dabei erschreckt. Knossi und Monte über Casinos. Du spielst gar nicht mehr privat, weg, oder was? Null, ich hab nichts gespielt. Das ist super. Lass mal weg, 2 Monate. Oh, jetzt auch mal zweideutig denken, da wird's geiler. Nee. Nee. Marcel! Dann hab ich nichts mehr im Leben. Das ist aber traurig. Hä? Stell dir mal vor, da würde losrennen. Nein! Du hast Cristiano Ronaldo in Russland eingeklebt! Ich hab keine Ahnung. Es war schon immer so, dass ich immer jünger aussah als die anderen. Und später, wenn ich dann älter bin und dann jünger geschätzt wird, dann ist gut, Marcel, ne? Marcel wird immer älter geschätzt. Ja.
Das hat aber lange gedauert, die Reaktion. Was soll denn der kleine Freund von der Seite? Ich hab mal meine Oma gefragt, wie alt die dich schätzt. Die meinte 40. Rentner. Was gibt's da zu lachen da hinten auf dem billigen Plätzchen? Das ist sogar Memo hat sie jünger geschätzt. Ich sehe auch jünger aus. Also, Maschallah. Wenn ich mir Zigaretten hole, fragen die oft noch, Oha, hast du deinen Ausweis dabei? Mich aber auch, Alter. Ich meine, wenn ich nicht Kippen hole, aber wenn ich Alkohol kaufe, wäre ich bei Rewe so oft gefragt, ob, wie alt ich bin, ob ich einen Ausweis dabei habe. Was gibt's da zu lachen? Er hat das schon lange graue Haare. Jetzt sieht er grauer auf dem Kopf aus als ich. Ja, weil er jetzt verheiratet ist. Findet jemanden, mit dem ihr so zusammen lachen könnt und ihr werdet glücklich. Schreibt euch eine nicht englische Mama. Jetzt wird's aber ernst hier. Das ist die Lachhunde oder was? Jetzt in der Corona-Zeit habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Wieso macht ihr keinen Sport im Keller? Ja, die Fitnessstudios haben wir. Sport im Keller? Ja gut, geht ja wirklich. Dazu. Keller? Ja, hat auch. Ich habe mir auch einen Home-Trainer gekauft. Geschlossen. Das Gym geschlossen. Ja, ist doch seine. Ach, das war's ja. Das war cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonniert. Ich bin verabschiedet mich und bin damit raus.